Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 11. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute in den Tag starten mit zwei Euro-Paaren. Also hier zwei Währungspaaren, die mit dem Euro im Kontext stehen. Und da wollen wir gleich zu Beginn auf das Major-Pair schlechthin schauen, nämlich hier dem Euro gegenüber dem US-Dollar. Darüber hinaus Euro-Yen interessant. Warum? Ja, Sie sehen es auch hier in der Wochentagsstatistik. Zum einen Euro-US-Dollar heute am Mittwoch mit dem bullischsten Wochentag im Hinblick auf die letzten 52 Handelswochen. Und das gleiche auch hier beim Euro gegenüber dem japanischen Yen, der hier sogar noch ein Stück weit drauflegt. Hier mit eben 64% positiver Schlusspreise am Mittwoch. Der Mittwoch sozusagen für beide Währungspaare ein sehr, sehr bullischer Tag. Und wie sieht die Startkonstellation aus? Heute eigentlich auch ganz gut. Die Paare bewegen sich nämlich in Range. Doch fangen wir mal ganz von vorne an und betrachten hier erstmal den Euro gegenüber dem US-Dollar, der heute, wie gesagt, mit 60% positiver Schlusspreise gar nicht mal so schlecht daherkommt. Wir hatten unlängst den Euro auf Wochenbasis in den Fokus genommen und er ist im Prinzip ziemlich exakt in den Widerstandsbereich gelaufen, den wir in der vergangenen Woche beim JFD-Devisenradar-Webinar angesprochen haben. Dieses Webinar heute wieder 15 bis 16 Uhr und da dürfen Sie sich auch auf das ein oder andere Schmankerl noch freuen. Sprich, wir haben hier heute Nachmittag noch ein paar Seasonal Pattern, die wir durchsprechen wollen. Wird sicherlich interessant. Kostenfreie Anmeldung natürlich möglich über unsere JFD-Website oder direkt auf dem Cotmore Trader. Gut, grundsätzlich hier, der Euro kämpft mit der Marke um 1,045, 1,046. Dieses Level hart umkämpft während der letzten Wochen. Wir haben unlängst einen Erholungsimpuls gesehen, den wir auch erwartet haben. Und jetzt hier ein Bereich, der durchaus hier für eine Gegenbewegung nach unten, beziehungsweise eine Wiederaufnahme der übergeordneten Bewegung nach unten sprechen dürfte. Ein Stück weit höher könnte es aber gehen, gerade auch vor dem Kontext, dass wir heute eben hier einen bullischen Wochentag haben und wie wir gleich sehen werden, auch ein bullisches Pattern. Das hier, wie gesagt, der Tageschart von der Woche in den Tag und da ergänzen wir mal den Pfad. Und zwar Punkt hinzufügen, nehmen wir den letzten Tiefpunkt hier vom Januar als lokales Tief. Und jetzt ist die Frage, wann das nächste lokale, tiefere Reaktionshoch ausgebildet wird. Und ich vermute, das müsste hier irgendwo unterhalb von 1,085 auf jeden Fall geschehen. Sie sehen, wir sind hier so ein Stück weit in Range. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Euro-US-Dollar hier durchaus nochmal die 1,065 anläuft. Hier oben der kurzfristige Widerstand, den wir eben auch hier mit dieser schönen Umkehrkerze vom 30. Dezember schon touchiert hatten. Dieses Niveau scheint mir hier durchaus nochmal angreifbar, sodass von diesem Level ausgehend durchaus schon mal wieder eine Schwäche ja, an Fahrt gewinnen könnte. Die Schwäche, wie gesagt, sollte sich eigentlich in Richtung Parität ja fortsetzen. Hier das Harmony Pattern ja immer noch im Raum und ja, Parität, da wird viel von gesprochen, keine Frage, aber rein technisch spricht viel dafür, fundamental sowieso. Also ich dürfte oder ich wäre sehr überrascht, wenn der Euro-US-Dollar die Parität nicht ansteuert. Doch wir wissen letztlich nicht, was die Märkte tun. Wir müssen uns darauf einstellen, was uns hier die Preischarts sozusagen visualisieren und entsprechend der Markt vorgibt. Und da sieht es eben so aus, als hätten wir hier nochmal eine Chance nach oben zu laufen. Deutlich über 1,65 sollten wir nicht rausgehen. Dann dürfte es in Richtung 1,085, vielleicht sogar 1,10 gehen. Kurzfristig, wie gesagt, sehe ich hier nur begrenztes Aufwärtspotenzial und dann sollte es eigentlich wieder nach unten gehen. Doch betrachten wir mal den Intraday-Chart an dieser Stelle jetzt. Denn wie gesagt, Euro-US-Dollar heute hier noch ein Stück weit in enger Range. Knapp über 30 Pips bislang gelaufen. Das ist sehr übersichtlich. Wir sehen aber sehr schön, dass wir hier auf der Oberseite hier im Stundenchart-Intervall jetzt ein Cluster haben bei 1,061 roundabout. Das ist die horizontale Widerstandszone, die es zu überwinden gilt, um hier weitere Signale kurzfristig in Richtung 1,065 zu generieren, wäre aber wie gesagt durchaus denkbar. Und mit dem bullischen Wochentag sehen wir, dass wir jetzt erstmal sehen müssen, dass Euro-US-Dollar keine neuen Tiefs generiert. Euro-Yen hier noch viel schöner in Range zum Beispiel einzuzeichnen, doch dazu gleich. Tatsache ist, wir sind hier kurzfristig in einem Abwärtsimpuls. Lässt sich auch schön durch diesen Abwärtstrend visualisieren. Durch diese Abwärtstrendlinie können wir auch einen Kanal draus zaubern. Ja, einen Trendkanal konvertieren, schwupp, und dann haben wir jetzt hier sozusagen den Abwärtstrendkanal. Und da muss er natürlich erstmal rüber. Bullisches Pattern, ich sagte es ja schon, Euro-US-Dollar liegt vor. Ich ziehe es mal in den Schirm. Sogar zwei Pattern haben wir heute hier vorliegen.
Sie sehen zwei bullische Pattern. Gut, das zweite mit einer Trefferquote von 70% und 10 Erscheinungen ist ein bisschen wenig. Man muss hier schon, ja, sollte hier auf 30 Erscheinungen zurückblicken können, mindestens während der letzten 17 Jahre. 10 ist zu wenig, aber das Pattern entwickelt sich, etabliert sich. Hier noch viel interessanter aber das obere Pattern mit 103 Erscheinungen bei knapp 72%iger Trefferquote. Und beide sehen hier voraus, dass das Währungspaar Euro-US-Dollar hier im Bereich 0,5% zulegt. Heutige Hoch, rein statistisch 0,64, 0,63, auf jeden Fall wesentlich höher als aktuell. Und mit dem Ausbruch aus diesem Abwärtstrendkanal könnte, wie gesagt, Euro-US-Dollar unter statistischen und auch wochentagsbedingten Punkten hier durchaus weiter anziehen. Technisch gesehen der Pivot Point ganz wichtig. Heißt, wenn wir hier ein neues Tageshoch machen, dann sollte auch der Pivotpunkt, der Fingerabdruck des Vortages sozusagen überwunden werden. Und wenn das gelingt, dann denke ich, geht es recht schnell hier in Richtung 1061, 1062. Und sollte auch hier sozusagen der Bulle weiter im Vorteil bleiben, dann könnte es eben hier in die prognostizierten 1064, 1063 gehen. Das ist auf jeden Fall die Chance, die heute für den Euro-US-Dollar besteht, sofern wir diesen Abwärtstrendkanal hier auf Stundenbasis brechen und über den Pivot Point anziehen, sieht es relativ gut aus für ein bullisches Setup. Bleiben wir innerhalb des Trendkanals, machen wir sogar jetzt ein neues Stundentief, dann kann sich das hier innerhalb dieses Abwärtstrendkanals natürlich schön nach unten weiter fortschreiben und dann hat sich das erledigt mit dem bullischen Tag, denn auch die 60%, die wir heute haben, sind keine 100% und insofern gibt es auch hier Mittwochtage oder Tage, die hier auf den Mittwoch fallen und dann sozusagen auch bärisch enden könnten. Ganz klar, das wäre dann hier sozusagen das Alternativszenario Plan B. Wird aber, wie gesagt, aufgrund des Wochentags und des Patterns nicht zwingend von mir favorisiert. Warum keine Erholung, wenn es denn doch hier so gut ausschaut? Auf Tagesbasis, wie gesagt, auch noch den Spielraum nach oben, würde alles ganz gut ins Bild passen. Gut, gehen wir jetzt zu Euro-Yen. Wir haben ja zwei Währungspaare heute in der Pipeline. Euro-Yen hier dahingehend natürlich sehr, sehr interessant, weil wir hier unlängst einen Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal seit 2015 gesehen haben. Also hier der Yen sozusagen an Schwäche litt, war natürlich auch hier der Modus der steigenden Aktienindizes und auch hier der Fluchthafen Yen war nicht mehr gefragt. Die Märkte haben einen Risk-On-Modus und sozusagen Vollgas nach oben. Die Jahresendrallye hat ja sozusagen wirklich punktuell gepasst. Jetzt eine Seitwärtskonsolidierung und die Frage, wie es weitergeht. Wir haben hier auf Wochenbasis im Bereich 125 Yen einen Widerstand, einen leichten Widerstandsbereich. Viel signifikanter ist hier das Niveau um 126. 80, 126, 90 auf Wochenbasis. Hier im Tageschart auch zu sehen, dass wir generell noch einen Aufwärtsimpuls haben, der sich aber, wie gesagt, jetzt in der Seitwärtsphase wiedergefunden hat. Interessant, dass wir hier seit Oktober einen Aufwärtstrend haben in Form dieser Aufwärtstrendlinie. Damals hier hatten wir im Dezember nochmal ein bullisches Setup geschmiedet. Das hat sich nicht umgesetzt, muss man sagen. Ja, das kommt halt vor. Letztlich war es eine Seitwärtsbewegung. Das damalige Stop-Level, was wir hier gesetzt hatten, wurde auch nicht aktiviert. Vielmehr schob sich der Preis eben seitwärts daher. Was wir aber eben sehen, ist diese schöne Seitwärtsrange, die mit dem heutigen bullischen Pattern befeuert wird. Insofern, dass es hier von dieser unteren Kante ausgehend rund 122 Yen nach oben gehen könnte. Und das eben jetzt mal hier im Stundenchart schön visualisiert, haben wir eine sehr, sehr schöne Range. So, nehmen wir uns mal hier direkt diesen Support-Bereich. Hoppala. So. Haben wir hier knapp unter 122 Yen so ein Cluster, ja, was man definitiv berücksichtigen sollte. Dann kurzfristiger Natur haben wir hier einen Horizontallinienbereich. Kommt auch mit dem heutigen Tief sozusagen zustande. Sollte man mal die Summe der Spikes nehmen, etwa hier. Knapp über 122, hier bei 122,15. Und auf der Oberseite noch wesentlich spannender, dieses Widerstandslevel. Hier diese Zone, die ist schon sehr, sehr signifikant, sehr, sehr auffällig. Und da sehen wir hier die Range, die Euro-Yen sozusagen an den Tag legt. Und wie gesagt, auch hier ein bullisches Pattern liegt vor. Und wir haben auch einen bullischen Wochentag, ja, sogar einen stärkeren als bei Euro-Yen. Können wir uns nochmal kurz auf den Schirm holen. So, jetzt lädt er ein, lädt und lädt, jetzt haben wir es. So, 64%, wie gesagt, und das bullische Pattern zeige ich Ihnen auch gleich. So, da haben wir es heute hier mit 183 Erscheinungen bei einer Trefferquote von 71%,
und einem Tagesverlauf, der hier plus 0,73% verspricht. Und das Hoch heute wird hier bei 123,38 etwa gesehen. Das passt hier in diesen Widerstandsbereich. Und das ist eine schöne Kombination. Das heißt, vom aktuellen Level ausgehend ist hier Potenzial nach oben gegeben. Gute 100 Pips kann es auf jeden Fall heute für den Euro-Yen auf der Oberseite geben. Statistisch spricht einiges dafür. Und dann wären wir im Prinzip wieder genau in dieser oberen Range-Kante, was eben hier das Setup sozusagen zusätzlich befeuert. Hier auch der Pivotpunkt interessant. Können wir uns da drüber stabilisieren, dann sieht es eben so aus, als hätte Euro-Yen hier wirklich die Chancen, schön nach oben zu laufen. Das wäre im Prinzip heute das favorisierte Tages-Setup. Ob es dann zu einem Ausbruch kommt, das bleibt mal abzuwarten. Wäre schön für alle Bullen. Muss man aber sehen, ob die Kraft dazu reicht. Kurzfristig Intraday betrachtet, wie gesagt, sieht es ganz gut aus. Gehen wir hier unter 122, 122,15, dann wird sicherlich hier der Bereich um 121,60 diese Zone, diese grüne Supportzone touchiert. Ja, und sollte es da nicht zu einem Halt oder einer Gegenbewegung kommen, könnte das natürlich auch bedeuten, dass mit Aufgabe dieser horizontalen Unterstützung die Bären feuern und dann sieht es dann eher doch ein bisschen kritischer aus intraday. Dann dürften eben hier signifikante Tiefs folgen. Und dann wird es spannend, was hier auf Tagesbasis passiert. Wenn nämlich dieser Aufwärtstrend hier seit Oktober auch durchbrochen werden würde, dann könnte man hier auch relativ schnell von Niveaus in Richtung 120, 50, 120 ausgehen. Also dann wäre in jedem Falle der Weg nach unten geebnet. So, dann, liebe Zuschauer, dann haben wir heute mal Euro kompakt besprochen, Euro-Yen, Euro-US-Dollar. Mal sehen, ob die Pattern sich erfüllen, ob der positive Wochentag sich erfüllt. Letztlich wissen wir es nicht. Wir können nur unser Risiko unter Kontrolle halten. Und wenn die Währungsmärkte nicht in Form ihrer Statistik verlaufen, dann sollte man sich hier besser von dem möglichen Long Trade verabschieden. Das, wie gesagt, ohnehin nur Informationen, was man daraus macht. Da ist sich jeder seines Glückes Schmied. Wichtig ist, dass Sie mit dem richtigen Broker handeln und hier sozusagen auch verlässlich auf das zugreifen, was Ihnen an Möglichkeiten geboten wird. Und das ist natürlich pure Transparenz und faire Preise. Das muss man immer wieder erwähnen. Deswegen JFT Brokers, schauen Sie vorbei, testen Sie uns. In Kürze wird es auch noch das ein oder andere Highlight geben an Sache Angebot. Und insofern sage ich erstmal heute für Mittwoch danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, heute Nachmittag das Webinar zum Devisenradar. Und ansonsten hören wir uns spätestens morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer. Ciao dabei.